Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir haben das letzte Mal den Boss besiegt und jetzt müssen wir auf in Nordwesten. Dieser fette Fisch wurde angespült. Der ist bestimmt lecker. Roter Fisch schmeckt sicher hervorragend. Jetzt habe ich gedacht, ich muss mich ja. Ich kann mich nicht bewegen. Drum. Nehmen wir mal den da. Hallo? Wir haben diesen roten Fisch gefunden. Wir können es kaum erwarten, davon zu kosten. Hey, was sind das für rote Kerne, die du hast? Glutkerne? Klingt interessant. Tauschst du deine Glutkerne gegen den Fisch? Klar. Abgemacht. Mal sehen, wie die schmecken. Es brennt! Tja, ich war sicher selber schuld. Die hat mich fast gefressen. Mein Name ist Dimitri. Vielleicht hat sie so einen griechischen Akzent. Ich kann im Meer schwimmen. Willst du irgendwo hin? Du darfst auf mir reiten. Okay. Drück ja, damit ich zuschnappe. Ich bin außerdem ein toller Schwimmer, sogar Wasserfälle hinauf. Mit deinem Kraftarmband kannst du mich auch tragen. Dann machen wir das doch mal. Aber ich bin sicher, dass du durchstrudeln kannst, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Dann schauen wir mal auf die Karte. Wohin müssen wir? Mehr Mönch. Irgendwo in Nordwesten. Nordwesten ist irgendwo da oben. Was will ich sagen, gehen wir einfach zurück. Ich meine, den Rest können wir schon noch erkunden. Irgendwann einmal. Einfach gehen wir da mal nach rechts. Ja, aber machen wir dort noch ein bisschen nach rechts. Hä? Ja. 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 Immerhin haben wir da was. Da hat sicher so eine komische. Für Gascherkerne ein Pflanze-Ding. Gehen wir mal weg. Da, Pflanze. Ja, Pflanze. So, und weiter geht's. Damit ja auch schneller springen. Schwimmen. Ich glaube nicht, oder? Nein. Naja. Ich meine, du bist sowieso schon schnell genug. Dort, ich glaube auch nicht. Das sieht so verdächtig aus, aber ja. Schauen wir mal. Das ist überall gesehen. Also. Fast überall, aber wir können mal noch da runter. Machen wir eine kleine Tour de Mer. Oder wie man auch immer die nennen will. Da kommen wir nicht weiter. Okay, dann gehen wir da runter. Und da über. Ich verirre mich so weit draußen. Wir haben doch eine Karte. Oder? Wir haben doch eine Karte. Da so. Da, look. Seekarte. Ein wichtiges Utensil. Auf See. Wir haben eine Seekarte. Ist nicht so, als würdest du von allein rumschwimmen. Ich steuere dich doch. Okay. Dann gehen wir halt wieder zurück. Mal schauen, was da unten ist noch. Ja, so weit draußen. Wir sind einfach gerade am Strand, also am Rand von mir und so. Wir sind da. Nun trennen sich unsere Wege. Auf Wiedersehen. Ciao. Wieso bist du gerade rechts wieder aus dem Wasser rausgekommen? Fuck. Okay, merke, wir können noch nicht im Wasser schwimmen. Dann gehen wir nach links rauf, glaub. Und wir haben jetzt auch so ein Fleischding. Irgendwer hat doch was zu essen wollen. Ist ja nicht die komische Frau mit dem Hündli gewesen, da in dieser Hütte? Ist der Vergangenheit oder der Gegenwart gewesen? Ich weiß zwar nicht. Zum Glück können wir schwimmen. Und das bist doch du, oder? Was willst du? Ich bin Mamujan, die beste Hundezüchterin der Stadt. Mein Hund sieht doch niedlich aus. Noch niedlicher aus als der hier? Noch niedlicher. Leider ist das sehr schüchtern. Hast du eine Idee, wie man sein Gesicht verbergen könnte? Du willst definitiv kein Fleisch. Obwohl Fleisch sicher, solange es nicht verrottet ist oder solange man es nicht gegessen hat, gut, die Art und Weise wäre das so Dingsle, das wird dick. Ah, ich weiß, wer Fleisch wird. Jetzt kommt es langsam. Stirb. Geht dort oben wird Fleisch. Weil die gibt es ja noch eine Maske dafür, die hat doch Hunger so. Sieht aus wie eine Katze und so. Da. Ich bin so hungrig, mein Magen hängt in den Knie. Ah, ich habe Hunger! Verzeihung, ich dachte nur, du könntest helfen. Ah, ich habe Hunger! Gibst du ihm den Knusperbraten? Ja, es muss wohl, oder?
Fleisch! Her damit! Besser als nichts! Was darfst du mich sagen? Ach, du möchtest etwas dafür? Was für ein gieriger Bengel! Du gehst nicht, bevor du etwas dafür bekommst? Na gut, du kannst die hier haben. Bäh-Fleisch! Das ist eine Hundemaske. Sie steht bei Hundeliebhabern hoch im Kurs. So, und jetzt haben wir etwas, was sein Gesicht könnte verdecken. Was auch immer ein Hund eine Hundemaske braucht, so. Und halt, egal. Aber gehen wir jetzt zu der Frau. Und geben ihr die Hundemaske. Ich weiß gar nicht, was wir für dafür kommen. Vielleicht bekommen wir ein bisschen von ihrem Make-up, was sich ein bisschen zu fest auf ihrem Gesicht verteilt hat. Oh Gott. Ich bin Mama Mujan, die findet sich drin bei der Stadt. Mein Hund sieht noch niedlicher aus als der hier. Noch niedlicher, leider ist er sehr schüchtern. Ach, eine Hundemaske? Die würde ihm perfekt passen. Bitte lass diese Maske. Was? Bitte lass mir diese Maske? Er ist doch ein bisschen besser leise. Gibst du dir die Hundemaske? Ah ja, von mir aus. Braver Junge, du solltest das Spielzeug meines Hundes haben. What the fuck? Du hältst deine Handel. Es ist leider nur die eine. Stimmt das nicht? Ich habe erstmal nur mit einer begonnen. Alles okay. Gib ihm Hund einmal auch Handle zum Spielen. Handle. Handle. So, jetzt doch immer so. Flup. Yeah. Geile, Tier, whatever, Brook. Ja, immer die da so und so halt überhaupt. Wir haben jetzt schon frei rum. Geht's was kurz? Nur mal Schrott. Dann sammeln wir uns halt ein paar Rubinen. Ja, ja, gleich mitsammeln, bla bla bla. Da kennen wir ja alles schon. Herz für mich. Fuck. Den hast du halt mehr als vorne. Ist ja nicht so, als würde es mich groß stören, weil Rubin bekommen wir sowieso immer wieder. Oh nein. Nein, 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 nein. Ah! Fuck. Fuck! Moment, Moment. So. Jetzt kann ich nämlich da so. Oder auch nicht. Hör doch mal auf. Aua. So. Da kommen wir nicht weiter, weil ich das steht hinten noch. Ich hasse die scheiß Viecher. Ich hasse sie so sehr. Bei denen kannst du einfach nicht ausweichen. Das ist die Frage. Wir haben da etwas, wo wir eine Sprungfeder brauchen. Sprungfeder, da, da. Moin. Ja. Man hat gemerkt, ich habe schon länger. Gagden! Schon länger nicht gespielt. Ich würde mal auf mein Leben schauen. Bin auch ein bisschen, vielleicht merkt man es noch ein bisschen. Vielleicht auch nicht, bin ich ein bisschen krank. Beziehungsweise war. Andrum, das ist jetzt schon, also die letzte Folge schon draußen quasi, die 15. Ich glaube. Und. Können wir mit dem reden? Diese faulen, nichtsnutzigen Tagträumer. Kaum fangen wir an, diese Brücke zu den Symmetrias-Ruinen zu bauen. Da hauen sie ab. In die Pause. Ich warte schon ewig. Aber sie kommen nicht zurück. Bei dem Tempo wird das nie etwas. Ich hätte sie schon längst gesucht. Aber die Gegend ist so unwegsam. Zu Fuß kommt man nicht weit. Ach so ein Mist. Tja. Ich würde sagen. Dumm gelaufen. Halb dumm gelaufen. Das sieht aus wie. Was bräuchte man, der Benny? Und das da oben sieht aus, als bräuchte man Dings. Mal schauen, da kommen wir nicht über, einfach so. Da auch noch nicht. Oder? Und da auch nicht. Wir könnten geschwimmen, aber dann ist es auch nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt endlich ein Tier. Und zwar entweder der Benny. Das ist der großblaue fliegende Bär. Der Ricky, das ist das Känguru mit Boxhandschuhen. Oder der Dimitri. Mein Herr, endlich habe ich euch gefunden. Ja, hey. Hör zu, es ist eine Tragödie. Ein dickes bärähnliches Tier hat sich in den Wäldern verirrt und findet nicht wieder heraus. Wir wollten ihn lediglich einen Streich spielen, doch nun irrt es planlos umher. Helft ihr uns, es zu suchen? Versteht ihr unsere Lage? Nein. Hör zu, es... Ja, okay, also du sagst mir das doch so lang, bis ich Hilfe. Ja. Ja, von mir aus. Alter, ich warte am Rande des Walds, südlich von hier.
Ah, oh Gott. Also brauchen wir wahrscheinlich doch das Ding. Wie heißt er? Hau. Weil die Viecher kann man eben nicht besiegen. Also, ich zeig. Ja, ich habe nicht so viel Leben. Warum? Husch. Gehen wir ein bisschen Leben. Ich zeige euch, was passiert, wenn man drauf schlägt. Vielleicht wissen es die einen schon. Wenn man auf die Viecher drauf schlägt, dann macht es. Und wir bekommen einen Elektroschock. Das ist nicht so ganz gebig ist, muss ich ehrlich sagen. Da kann man auch nicht wieder zurück tun. Okay. Da kommen wir auch nicht runter. Dann halt! Okay, dann gehen wir da. Eingang vom Wald. Es gibt uns jetzt müsste man wohl den Benini. Hey! Halt, mein Herr! Hier entlang! Okay. Und da piepst Gott ihm gar nicht auf den Keks. Ja, wo ist jetzt der? Es befindet sich tief im Wald. Ich nehme mal nach links. Oh, haben da wieder ein Versteckding gemacht. Das finde ich gar nicht nett. Aber immerhin kann man sein Leben ein bisschen auffüllen. Schauen wir halt mal, wo der Benny so ist. Da ist er nicht, da ist er auch nicht, da ist er auch nicht. Ha, Benny, hoi. Ich bin schon wieder hier gelandet. Voll harter Bärenhunger kann ich mich kaum bewegen. Oh, du hast die Geister verjagt. Oh, mein Herr, ihr habt es gefunden. Wir geleiten euch zum Waldrand. Ja. Hier werdet ihr euch nicht mehr verirren. Verzeihung, wir haben es nicht so gemeint. Aber das Suchen macht mehr Spaß als das Verstecken. Genau, ich würde es so gern nochmal machen. Das nächste Mal wird es aber schwieriger. Ihr müsst mal wieder mit uns spielen, ja? Auf Wiedersehen. Nein. Danke für deine Hilfe. Ich kenne deinen Namen noch nicht. Sag ihn mir bitte. Kuma? Das kann man sich gut merken. Erst am Friedhof und nun das hier. Du bist stets zur Stelle, Kuma. Ich werde dir auch helfen. Kuma, nimm diese Flöte. Spiel diese Flöte. Ich komme, wenn ich sie hören kann. Nein, ich kann nicht, wenn ich sie die Flöte wähle. Nein. Benny hat dir zur Hilfe. Ja. Du bist nach Norden, richtig? Du bist nach Norden, richtig? Okay, steig auf meinen Rücken. Ich kann doch Ding sie nicht will. Am Ding, wie heißt doch? Ricky sind die Flöte. Wieso nicht? Hätte man die echt müssen gewinnen im Dingsbums-Spiel. Aber. Ja. Wir schauen noch einmal im Wiki nach, was wir falsch gemacht haben. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie wir Dingsflöte bekommen hätten können. Also immerhin. Ja, immerhin geht's mit dem Controller hoch gut zum Fliegen, aber mit dem Ricky war es auch so geil einfach gewesen. Aber, ja. Dann noch halt der Benny. Und jetzt folgen wir zuerst mal noch der erste von diesen Typen da. Und dann mache ich mal die Episode fertig. Mein Chef ist ein mieser Typ. Er arbeitet zwar nicht, dafür beschwert er sich aber auch immer. Aber immer. Ja. Ich muss sie trotzdem zurückholen, oder? Ich komme nicht zurück! Okay. Dann mal der nächste, aber. Ich würde sagen, wir gehen nochmal da rauf. Und dann nach links. Und dann gehen wir wieder. Hat der nicht da vorbei? Ja, kann man. Also, wir können ja auch. Okay. Ah, ab. Wir können ja auch so. Boom. Wenn wir so fett sind. Und jetzt da, du. Diese Fall nicht nur zur Platte, frei und Brücke, wird schon ewig. Dann so, hey Kollege, willst du den Rumtreiber für mich suchen? Klaro. Danke, Kollege. Dann mach dich mal vom Acker, wenn du alle drei Faulpilze herschaffst, geht die Arbeit an der Brücke endlich weiter. Aber das Gelände hier ist recht unwegsam. Daher kommt man allein nicht sehr weit. Verstehst du? Okay. Und nächstes Mal suchen wir die drei Fullpelz und werden sie zurückholen. Und bis dann, sehen wir uns. Tschüss.